Hallo, willkommen bei unserem Yoga am frühen Morgen im neuen Jahr am 1. Januar. Angelique Schäfer und ich, Tatjana Schäfer, führen euch 15 Minuten Yoga-Class Neujahr. Setze dich auf deine Matte, richte deinen Rücken aus, bringe die Hände vor die Brust. Und setze eine Intention für heutige Yoga-Klasse, eine positive Neujahrsintention. Im Yoga heißt das Sankalpa. Ein Wunsch und ein Befehl zu Unterbewusstsein, dass du ihn hier und jetzt aussprichst. Zum Beispiel, ich bin vollständig gesund. Oder ich bin glücklich. Wiederhole diese dreimal. Senke die Hände auf die Knie, richte deinen Rücken nochmal auf, Scheitel nach oben, fühle, wie es dir jetzt geht. Atme ein paar Mal ganz tief ein und aus. Beginne mit tiefem Yoga-Atmen. Atme tief ein in den Bauch und Brust. Atme tief aus, Bauch, Brust geben, hinein. Atme ein, Bauch, Brust hinaus. Atme aus, Bauch geht hinein. Nochmal tief einatmen. Tief ausatmen. Verbinde diesen Atem mit Pranayama, mit Ujjayi-Atmen. Atme tief ein durch die Kehle. Zieh deinen Atem. Atme tief aus durch die Kehle. Spüre, wie deine Kehle wärmer wird, wenn du einatmest. Und wärmer wird, wenn du ausatmest. Die Energien reinigen sich in die Kehle. Atme dann tief ein und strecke die Arme nach oben. Behalte deinen Chai-Atem. Atme tief aus, drehe dich nach rechts. Linke Hand auf den rechten Knie, rechte Hand hinter dir. Bleibe hier, atme und Chai tief ein. Atme tief aus. Atme tief ein, strecke die Arme nach oben. Strecke dich richtig nach oben. Atme aus, drehe dich nach links. Rechte Hand auf den linken Knie. Linke Hand hinter dir. Atme in Ujjayi tief ein. Atme tief aus. Einatmen, schiebe die Arme weit nach oben zur Mitte. Strecke dich. Atme aus, bringe die Hände auf deine Knie und runde deinen Rücken. Ausatmen. Atme ein, schiebe die Brust nach vorne. Atme aus, runde dich in einem Katzenbuckel. Atme ein, Brust nach oben, richte dich vollständig mit der Brust auf. Atme aus, runde dich nochmal. Atme ein, Brust nach oben, nach vorne. Atme aus, runde dich die Hände auf die Matte und laufe nach hinten und nach unten schauen der Hund. Finde Position, die für dich passend ist. Senke die Fersen tief. Öffne die Handflächen. Sauge die Handfläche auf die Matte, rotiere die Schulter nach außen und ziehe Bauch hinein. Dein Rücken wird lang, beuge die Knie etwas und strecke deinen Rücken noch mehr strecken, entspanne deinen Kopf, Bauch immer noch angespannt, Kopf hängt nach unten und dann senke die Fersen in die Matte, strecke die Beine, ohne die Länge zu verlieren. Atme tief ein. Atme tief aus, beuge dein rechtes Knie, schiebe die linke Ferse in die Matte und dann wechsle die Seiten, laufe an einer Stelle, gehe mit deinem Hund spazieren heute Morgen und behalte die ganze Zeit die Konzentration, deine Intention und dein Atem. Atme in Ujjayi immer, wo du kannst. Strecke deine beiden Beine aus. Rolle langsam nach vorne in das Brett.
zieh dich auseinander, schiebe die Fersen weg von hier, den Kopf nach vorne, Bauch angespannt, ausatmen, sinke Knie, Brust und Stirn, der Kinn zur Matte. Atme ein, komme in die Kobra, ganz kleine Kobra, bewege die Hände unter deinen unteren Rippen, Schulterblätter zusammen, atme aus, setze die Füße auf, nach unten schauender Hund, strecke dich. Nochmal einatmen, in das Brett gleiten, zieh dich dann so auseinander, so stark wie möglich, Fersen weg, Scheitel nach vorne, nicht durchhängen, in deinem Körpergesäß vielleicht 1 cm Höhe und ausatmen, wieder Knie, Brust und Stirn oder Kinn, was für dich bequemer ist. Ellenbogen fest an dir ranziehen, atme ein, Kobra. Lege die Fußspann ab, Bauch liegt auf der Matte, hebe die Brust ein bisschen höher, atme aus, atme tief ein nochmal, setze die Füße auf, atme aus, nach unten schauen der Hund. Steck und reg dich, mach alles, was du kennst über diesen Hund. Gesäß weit nach oben, Rücken gerade, Oberarme geöffnet, Bauch aktiv, Fersen tief, Kopf hängen lassen. Atme tief ein, hebe dein rechtes Bein hoch und versuche die Hüfte in eine Linie zu halten. Hebe nur dein Bein hoch. Ziehe die Zehen zu dir ran, Ferse weg, gestrecktes Bein, halte hier. Die Hüfte in eine Linie, schiebe deine rechte Hüfte etwas tiefer nach unten. Atme aus, ziehe dein rechtes Knie unter dir zur Brust. Atme ein, schiebe deine Ferse wieder hoch, tief einatmen mit Kraft. Atme aus, wieder Knie zur Brust. Atme ein, schiebe die Ferse weg von dir, weit nach oben. Atme aus, Knie zur Brust. Mit Kraft setze deinen rechten Fuß zwischen die Hände ab. Linkes Knie am Boden. Hebe die Arme hoch, einatmen. Ausatmen, tiefer in dein Knie. Bauch bleibt aktiv in dieser Position. Du hältst deinen Bauch fest, um den unteren Rücken zu schützen. Stecke die Arme mehr. Du kannst die Handflächen zusammenhalten. Oder auseinanderziehen und ausatmen. Lehne dich nach hinten, mehr. Öffne die Brust, halben Hanuman. Atme aus, direkt die Hände zum Boden. Beide Füße vorne, Vorbeuge. Atme ein, halbe Vorbeuge. Die Hände auf dem Boden oder auf Schienbeinen. Ausatmen, volle Vorbeuge. Mit Einatmen ziehst du die Arme über die Seiten nach oben. Stecke die Arme nach oben, atme aus, Handflächen zusammen, beuge dich wieder tief, Uttanasana, Vorbeuge. Mit Einatmen bringst du dein rechtes Bein weit nach hinten, links nach hinten dazu, nach unten schauender Hund, Adho Mukha, streck und reg dich hier. Atme tief ein und aus, tief ein und tief aus. Mit Einatmen steckst du dein linkes Bein nach oben, versuchst du die Hüfte in eine Linie zu halten, ziehen zu dir ran, Ferse weg, ziehen, die Arme bleiben in einem Leben, in einer Linie, und dann ausatmen, beugst du dein Knie, ziehst du dein Knie unter dir ran, einatmen, schiebst du deine Ferse wieder weit mit dir, atme aus, wieder Knie zur Brust. Letztes Mal einatmen, Ferse weit von dir schieben. Atme aus, Knie zu dir ran, halte hier und setze deinen Fuß ab. Rechtes Knie zum Boden, atme ein, hebe die Arme hoch, strecke die Arme, du kannst die Handflächen zusammenhalten oder auseinanderhalten, wie für dich angenehm jetzt in diesem Morgen. Atme aus, Bauch aktivieren und beuge dich nach hinten leicht. Halbung Hanuman, atme tief ein, atme tief aus. Mit dem Einatmen bringst du die Hände zum Boden, ausatmen, rechtes Bein zur linken Vorbeuge. Atme ein, halbe Vorbeuge, die Hände auf Schienbein oder auf dem Boden, atme aus, volle Vorbeuge. Einatmen, die Arme über die Seiten, nach oben wie Flügel.
Ausatmen, Handflächen zusammen, beuge dich nach unten, vorbeuge. Bringe dein linkes Bein weit nach hinten, bringe rechts dazu, nach unten, schauender Hund, atme. Einatmen, diesmal gleitest du das Brett nochmal. Und ausatmen, wie ein Brett zum Boden gleiten. Ablegen. Lege die Fußspannen ab, einatmen, komme in die Kobra. Hebe die Hände von dem Boden ab und strecke die Arme nach hinten, greife die Finger ineinander. Hebe die Brust ein bisschen mehr, wenn du bereit bist, hebe auch die Füße von dem Boden ab. Heuschrecke, deine Variation, du kannst die Beine gestreckt halten, du kannst die Beine beugen. Atme tief ein, atme tief aus. Einatmen, trennst du die Hände voneinander, beugst du die Knie, greifst du die Fußgelenke. Für Bogen, geh so weit du kannst am heutigen Morgen, du kannst die Oberschenkel auf dem Boden lassen oder du kannst die heben im vollen Bogen für 3 Atemzüge. Atme tief ein, ruhig, bequem atmen, atme tief aus, atme tief ein. Atme aus, komme langsam aus der Stellung, Hände unter den Schultern und komme in 4 Fußstand von hier. Atme tief ein, komme in die Katzen, in die Kuhposition, Kopf nach oben, Gesäß nach oben, Brust nach vorne weit. Atme aus in die Katzenbuckel, Kuhkatze, Spiel. Atme ein, die ganze Einatmung ziehst du die Brust nach vorne, Gesäß nach oben, atmest du aus. Machst du ganz rund den Rücken und die Wirbelchen auseinanderziehen. Atme ein, genieße diese Bewegung, schiebe die Brust weit nach vorne, atme aus, rund den Rücken. Atme tief ein. Atme tief aus. Atme ein, senke dein Gesäß zu den Fersen, komm in Fersensitz. Lege die Hände im Schoß und für einen Moment spüre deinen Atem, spüre deinen Ujjayi-Atem. Vielleicht atmest du etwas aktiver durch die Kehle ein und aus. Aus dieser Position setze dich links neben deinen Fersen. Bringe deinen rechten Fuß über dein linkes Knie vollständig auf die Matte. Stecke beide Arme weit nach oben und ausatmen, drehe dich weit nach rechts. Linker Arm außen an deinem rechten Knie und rechte Hand hinter dir. Versuche deinen Rücken gerade zu halten. Atme tief mit jedem Ausatmen. Vertiefe die Drehung. Mit jedem Einatmen wachse nach oben, schalte nach oben. Atme tief ein, wachse, atme aus. Einatmen, steckst du die Arme weit nach oben, senkst du die, wechselst du die Seiten, komme wieder zurück im Fersensitz und rutsche rechts neben deinen Fersen. Bringe deinen linken Fuß außen am rechten Knie, die rechte Ferse weg vom Gesäß. Atme ein, stecke die Arme nach oben. Atme aus, drehe dich in großen Bogen nach links. Atme tief ein, vertiefe die Drehung. Stecke dich, ausatmen, richtig tief in die Drehung gehen. Auch wenn das nur in deinen Gedanken ist, spüre deinen Rücken, spüre deine Wirbelsäule. Atme tief. Atme tief ein. Atme tief aus. Atme ein, drehe dich zur Mitte, strecke die Arme nach oben. Atme aus, senke die Arme, lege dich auf den Rücken ruhig ab. Strecke die Beine aus, lege die Handflächen zur Matte und setze die Füße auf für eine letzte Position, eine Schulterbrücke. Bringe die Füße ganz nah zum Gesäß. Tendiere mit den Knien zueinander. Atme ein und rolle dich langsam Wirbel für Wirbel nach oben.
Wenn das für dich keine große Position, ganz große Änderungen sind, dann greife die Finger ineinander auf der Matte und rolle die Oberarme zueinander, hebe dich ein bisschen mehr nach oben, aber vergesse nicht, deine Knie zueinander zu halten, atme tief ein, atme tief aus. Noch ein Atemzug, atme tief ein, komm ein bisschen höher. Atme aus, entferne die Finger voneinander, senke dein ganzes Gesäß nach unten. Zieh die Knie zur Brust als Ausgleich. Hebe auch deinen Kopf Richtung Knie. Atme tief ein, spanne alle Muskeln an, was du kannst. Tief einatmen, halten, 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 halten. Und ausatmen, wie ein Löwe ausatmen. Lege dich ab für Shavasana. Spüre, dass dein Rücken gerade liegt. Dein Kopf in eine Linie mit Steißbein. Öffne die Füße nach außen. Öffne die Handflächen nach außen. Spüre neue Kraft, neue Energie an diesem 1. Januar 2020. Spüre, dass du ganz gerade hier bleibst und entspannt. Zieh die Knie dann langsam zu dir ran, atme tief ein und setze dich auf. In deinem Tempo, wenn du bereit bist, kreuze die Beine, richte dich auf, bringe die Hände dankbar vor der Brust. Danke dir immer für deine Yoga-Praxis. Denke dir ein klares, helles Om. Namaste. Wir danken dir, dass du mit uns geübt hast. Bis bald, deine Yoga-Gruppe.